Moin Leute! Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dumm mit Manuelsen am Montag. Herzlich willkommen zurück nach einer Woche Pause. Hallo! Hallo! Ich wurde von Gustav grüßt, Leute. Gebt dafür einen Daumen hoch auf mein Video. Junge, das war echt geil. Macht wirklich. Ja, wir sind wieder zurück nach der Woche Pause. Und in alter Frische werden wir heute wieder kichern und schmunzeln und grinsen. Und wir hatten noch eine Community-Frage letztes Mal. Die war locker geil. Die war unnormal heftig. Naja, ich weiß noch genau. Und das war die beste Antwort. Korrekt, geil. Ja. Von einer Antwort mal, das ist meine Lieblingsantwort. Manuel ist doof. Schnacken wir nicht lange rum. Los geht's mit der ersten Frage. Von An und La. Wisst ihr es? Ich meine, da wo man auf Muffins in den Büchern sieht, diese wisst ihr, diese pink und so dieses... Ich kann es nicht beschreiben. Also dieses, wo auf Muffins drauf ist, diese Glasur. Ja. Dankeschön. Tschüss. Alter, was soll das? Nee, oh komm. Ey, jemand, du fuckst mich schon wieder ab, ne? Ich muss auch nicht durch die Blumen oder so reden. Du nervst mich gerade wirklich richtig. Oh! Du hast sie doch zum Ziel genommen, mit diesen Fragen hier an die Substanz zu gehen. Nein, das kann gar nicht sein. Alter, das ist so schlimm. Soll ich nochmal vorlesen? Dieses Kackformat so lange nicht mehr gemacht hat. Und dann ist die Hemmschwelle wieder viel zu weit nach oben gerutscht, bevor die Aggression eintritt. Und jetzt kommt, wisst ihr, ich weiß nicht, wie ich beschreibe, Glasur. Ja. Ich habe nicht mal die Frage verstanden. Der hat sich einen Donut zu tief ins Ohr gesteckt, dann ist es durchs Trommelfell gegangen und jetzt hängt ein Stück Donut in ihrem Gehirn fest. Und die Frage ist, wie kriegt sie noch mehr da rein? Vor allem, ich meine das, wo man auf Muffins in den Büchern sieht, diese wisst ihr, diese komm, pink. Bitte. Das hört sich so an beim wie Schreiben der Songtext so. Von Bibi. So wurde auch geschrieben, glaube ich. Ja, so. So, dann. Wappabababab. Ja, da haben wir einen guten Track. Daumen hoch auf Bibis Song, bitte. Ja, Raffling in der Videobeschreibung zu Bibis Track. Oh, ne, Alter. Wenn du dazu einen Raffling machst, ne? Dann höre ich echt auf. Okay. Wenn Leute, wenn nur einer über deinen Raffling diese Scheiße kaufen sollte, ne? Ist das eine Person, die Bibi näher an den Goldstatus bringt. Ja, okay, dann nicht Bibis Album, sondern ein noch besseres. Rapecrime, lol. Oder Leon. Ja, oder Lion. KS. Weißt du? Ja, Lion, der braucht Support. Lion ist gut. Damit er nicht Hartz IV bekommt. Scheiße, gar nicht lustig eigentlich. lol. Ja, lieber schnell weiter. Ja, Dankeschön, tschüss. Jetzt eine Frage, die hast du dir wahrscheinlich auch schon mal gestellt. Wie bewerbe ich mich für einen Erdbeerstand? Ich weiß nicht genau, wie ich eine Bewerbung schreiben soll. Ich will gerne als Verkäuferin in Erdbeerverkaufsständen arbeiten. Doch leider weiß ich nicht, was genau in die Bewerbung muss, beziehungsweise was ich schreiben muss. Kann mir einer dabei helfen? Wie kommt man denn darauf? So, Traumberuf Erdbeerverkäuferin. Aber die Sache ist, es ist ein harter Weg, denn da gibt es halt mehrere Assessment Center und du musst richtig gut sein. Also ohne Einser-Abi wird es nix. Und du musst auch so verschiedene Tests erfüllen, wo du dann so dein Erdbeerwissen unter Beweis stellst. Du musst mit verbundenen Augen Erdbeeren essen und sagen, von welchem Acker, aus welchem Land die kommen. Mit welchem Kuhdung die gedüngt wurden. Oh ja, das war die Elisa, die... Ich könnte da nie arbeiten, ich würde alles immer auffressen. Die ganze Zeit so, jam. Haben sie Erdbeeren? Nein, keine Erdbeeren. Nein, alles schon ausverkauft. Aber sie haben doch noch Erdbeerstiele an ihren Klamotten überall und sie sind so ganz rot auf ihrem weißen T-Shirt. Ah, lassen Sie mich in Ruhe, das Arbeit. Und dann kommt so dein Chef, sagt so, wo ist das Geld? Und du sagst so, in meinem Mund drin, lol. Dann entfällt er dich und du musst unter der Brücke wohnen. Ja, weil du es nicht beim Erdbeerstand geschafft hast. Ja, nicht mal da hast du es geschafft. Ja, aber das ist ein harter Weg, bis man da arbeiten kann. Man muss sich halt hocharbeiten. Der ein oder anderen würden auch sagen, dass man vielleicht ein bisschen mehr als nur hocharbeiten muss da. Weil die Erdbeerbranche ist ein hartes Milieu, Leute. Ja, Mann. Da will halt jeder anfangen. Ich würde echt da anfangen. Das war's mit YouTube, Leute. Morgen kommt kein Video. Vor, wir machen so ein Praktikum an so einem Erdbeerstand. Lass einfach einen eigenen aufmachen. Ja, mit so Erdbeeren aus dem Supermarkt. Und dann müssen wir die ja teurer verkaufen, damit wir Profit bekommen. Hä, wir würden easy Profit damit machen. Und alle würden immer vorbeikommen. YouTubes erster Erdbeerstand. Und wir würden Kölner Innenstadt instant so aufstellen, aber ohne Genehmigung. Aber, und wenn Polizei kommt, müssen wir schnell einen Park wegrennen. Ja, aber... Wir machen damit auch noch, dass man Tickets kaufen muss, damit man sich die Erdbeeren überhaupt kaufen kann. Ja, Mann! Grüße gehen raus an Dagmara!
Top. Dankeschön. Tschüss. Zur nächsten Frage gehört wieder ein Bild. Ach komm, nee. Ach komm, das sind immer... Weißt du, Timon, es gibt so Sachen, die finde ich schön. Es ist nicht schlimm. Das sagt er jedes Mal. Und dann schickt er mir so ein Selfie mit KS-Freak. Ja, wenn ich das nur hätte, aber nein. Wie funktionieren die Tasten im BMW E46 richtig? Hallo, weiß jemand, wofür die Knöpfe wie im Bild markiert das sind? Was? Wann werden sie eingesetzt? Und dann hat er einfach die Armatur von seinem Auto ausgebaut. Was? Alter! Was? Alter, ist der hart unterwegs. Gut, dass er nicht für den Motor gefragt hat. Ja. Es ist alles ausgebaut. So ein Teil vom Motor ausbauen. Oh, wofür ist das? Hammer, ja. Der Typ. Wie dezent dieser rote Kreis ist. Und wie rund. Ich sag mal so, ich hab mir sagen lassen, dass der Knopf für einen Schleudersitz ist. Für gefährliche Notsituationen im Luftraum. Würdest du nicht sagen, der links oben, der Knopf ist eher der Schleudersitz? Ja, stimmt. Ja, und der links in der Mitte ist, du darfst irgendwas ins Gesicht bekommst. Und der rechts unten ist, dass dir jemand gegen das Schienbein kickt. Dann kommt einfach so einer. Ja, da kommt so ein A und dreht sich, glaube ich. Ja. Yeah. Das kann sein. Ein korrekter Typ, einfach sein Auto zerlegen. Nur um die Frage stellen zu können. Anstatt dass der ins Auto geht, da ein Foto macht. Und dann den roten Kreis mit Paint einfügen. Nein, nein, der wollte wahrscheinlich, dass die anderen Leute nicht von den anderen Knöpfen abgelenkt werden. Ah, so viele Knöpfe. Ah! Ja, der ist echt am Arsch, aber ich würde einfach nur sagen, Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. Jetzt kommt eine Frage für die potenziellen Straftäter unter euch. Vor allem meine ich damit Timon. Ist es gesetzlich verboten, jemanden zu schubsen? In Disco hat mich ein Kerl mit dem Ellbogen geschubst, als ich vorbeilief. Es war sehr eng dort. Ich habe ihn gefragt, was das soll. Er fing an, mich anzuschreien. Dann schubste ich ihn einmal und er war sofort ruhig. Ich bin dann weitergelaufen. Wie das? Was? Er ist dann weitergelaufen. Ja, kein, ich drohe dir mit Anzeige, nur so. Ja, okay, dann nicht. Tschüss. Die Sache ist, weil er hat ja dann geschubst. Auf ja, also er könnte Anzeige bekommen. Aber jetzt bekommen, hat er natürlich Angst, dass er eine Anzeige bekommen kann. Ja, man kann auch wegen Kneifen, glaube ich, bekommen. Und wegen Pieksen. Und wegen auf Schuh treten. Oder wenn du jemanden so auf die Schulter klopfst, weil du stolz auf den bist, ist es auch eine Anzeige wert, weil es auch Körperverletzung. Ja, Mann. Körperverletzung ist halt schlagen, treten, auf Schulter klopfen. Vor Stolz. Auch wenn du dir selbst auf die Schulter klopfst, kannst du dich selbst anzeigen. Oder, wenn du im Kampf bist, den anderen beeindrucken willst, dir selbst auf der Brust rumtrommelst, dir dabei aber wehtust, weil du so heftig trommelst, kannst du den anderen anzeigen. Weil er hat dich dazu gebracht, dass genau, du... Genau. Das wurde auf jeden Fall schon mal so ein Präzedenzfall, wurde da mal entschieden in Karlsruhe irgendwo. In Karlsruhe sogar. Ich dachte in Paderborn mit Miguel. Kennst du diese Disco-Geschichte? Ja, mit Boxen. Wo mir Korosig drei Leute kaputt geboxt hat. Die Sache ist, dass Mirko Rosig Leute kaputtboxt, bezweifle ich nicht. Ja. Die Sache ist, stell dir mal vor, Mirko Rosig ist auf dem Weltvideopreis. Der kommt mit einem Dropkick an und kickt dich, Kunga und mich, während der einmal nur in der Luft ist, komplett um, dass wir ins Krankenhaus fliegen. Aber der kickt uns direkt ins Krankenhaus. Wir fliegen so durchs Fenster vom Krankenhaus direkt ins Bett. Das ist einfach so der nächste Chuck Norris. Alter, Mirko Rosig ist echt krass. Er wurde auch schon für Neuverfilmung von Street Fighter und so angefragt, weil er so heftige Dropkicks drauf hat. Und der soll Bruce Lee ersetzen, habe ich auch gehört. Ja, ja, die wollen Ip Man und Bruce Lee und Jackie Chan Neuverfilmung, alles mit dem drehen. Der muss sich aber dann umoperieren lassen zum Asiaten. Es wird halt so gemacht, dass er wenig Textrollen hat. Das Einzige, was kommt, ist Ficken, Alkohol ist gut. Und da muss er vom KFC nachpissen. Ich möchte bitte nicht, dass er mir einen Dropkick gibt. Dankeschön. Tschüss. Manuel, du und ich, wir haben ja das Abitur gemacht. Diese Person hier, die hat noch kein Abitur gemacht. Und der möchte ein paar Infos dazu. Wie schwer ist Abitur? Stimmt es, dass es beim Abitur sehr viele Kreuzaufgaben vorkommen und man muss ankreuzen? Zum Beispiel, wann begann der Zweite Weltkrieg und wann endete Nazizeit? Also, die Sache ist folgende. Du musst erstmal gucken, aus welchem Bundesland du kommst. Wenn du in NRW wohnst, dann kannst du eigentlich in die Schule gehen, dein Blatt zerreißen und das den Lehrer auf den Kopf werfen und den anspucken und du hast einen Zweier ab. Ja, zwei Minus kriegst du ungefähr. Ja. Wenn du aber in Bayern bist,
musst du alle Fragen richtig beantworten und kriegst eine 5. Wie kriegt man denn dann eine 1? Das ist Bayern, da musst du aufpassen, das ist nicht so einfach. Ich wollte damit nur klarstellen, dass es in NRW geschenkt ist und in Bayern nicht. Jetzt richtig abwerten! Hallo! Wir beide kommen aus NRW, das ja! Kann ich das sagen, Leute. Weißt du, Timon und ich, wir haben saßen so beim Lehrer, haben gesagt, Tag. Und er meint so, boah, krass, Alter, 2 hab ich. Mann, ey, vielleicht sogar eine 1, weil du süß bist. Er hat schon so überlegt, er so, ja, ich geb dir aber die schlechtere, damit du nächstes Mal dich mehr anstrengst. Ja, und dann so, ja, war Abi. Und er so, ich wollte Abi. So. Als ob in jedem Abiturfach Fragen, Ankreuzfragen zum Zweiten Weltkrieg und zu den Nazis kommen. Ist doch safe. Du hast Mathe gewählt, instant kommt als erste Frage. Bei Sport auch, ja. Bei Sport musst du 3 Runden im Sportplatz laufen und dann die Frage zu den Nazis beantworten. Nein, bei Sport musst du so viele Runden umnehmen. Nee, musst du so viele Saltos in Folge machen, wie das exakte Jahr ist, bei dem der Zweite Weltkrieg begonnen hat. Was? Und du so, ich kann nicht mehr. Dann der so, ja, dann wird das leider eine 6. Deshalb sind Manuel und ich ja auch durchgefallen durchs Abi und müssen jetzt YouTube machen. Deswegen kommen demnächst auch grandiose Videos von uns, wie zum Beispiel die Box-Automat-Challenge. Ich hab gehört, das kommt nämlich sehr gut an bei Leuten. Oder wir wollen auch eine Challenge machen, wie wir von diversen Fastfood-Ketten vom Dach pissen. Ja. Und werden die Reaktion von den Leuten da aufnehmen. Das war's. Dankeschön. Tschüss. Jo, kommen wir schnell zur heutigen Community-Frage. Da könnt ihr wieder die Antwort in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine habt. Wie 1 Woche ohne Internet auskommen? Ich bin gezwungen, 7 Tage auf jegliche Technik zu verzichten. Der Gedanke allein macht mich fertig und zappelig. Wie kann ich die 7 Tage so schnell wie möglich vertreiben? Wenn ihr eine Antwort wisst, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Die beste kommt dann nächste Folge dran. Und dann werden wir freuen und lachen. Das war's an dieser Stelle. Wenn ihr noch mehr lachen wollt, Link zu Manuels Folge ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufgehen. Kicher, Lache, Abo, du hast alles. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder oder morgen bei einem neuen Video. Haut rein. Bis nächstes Mal. Tschüss. Auf meinem Gesicht ist eine andere Folge dumm. Nein, da muss ich das einrichten. Ja. Tschüss. Ich bin dein Partnermanager. Ich knechte dich dazu. Tschüss.